Zuhören ist ein Ticket zu aufregenden Abenteuern. Ich liebe dieses Zitat so sehr, dass ich es mir selbst ausgedacht habe. Aber nicht einfach so, sondern um mich daran zu erinnern, häufiger zuzuhören. Und fragt ihr euch, wie kamst du darauf? Alles begann 2018 in meiner Küche. Neben mir steht meine Frau Caro. Ich erzähle ihr was. Keine Ahnung mehr, was es war, aber ich wette, war bestimmt verdammt wichtig. Plötzlich beschleicht mich der Eindruck, nanu, die hört ja überhaupt nicht zu. Ich also so, Caro, du hörst gar nicht zu. Natürlich, Tino. Nein, tust du nicht. Doch, nein, doch. Seht ihr? Das meine ich. Sie hört nicht zu und merkt es nicht mal. Für den Rest des Abends übe ich mich in nonverbaler Kommunikation. Keine 24 Stunden später kriege ich eine E-Mail, nicht von Caro, von einem befreundeten Coach von mir namens Sascha. Betreff der E-Mail, gratis Coaching zu vergeben, kennst du wen? Na logo, Caro. Ich sage ihr also umgehend Bescheid. Caro, es gibt eine großartige Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Und natürlich komme ich mit. Was sagt sie? Okay, was in meinen Ohren so klingt wie, super, bin dabei. Gesagt, getan, ich buche den Termin bei Sascha. Keine 3 Wochen später sitze ich an einem Samstagnachmittag im Coaching-Institut. Und jetzt ratet mal, wer fehlt. Wie hat sie es so schön gesagt? Ich hätte ihr okay völlig falsch verstanden und sie hätte überhaupt kein Problem mit dem Zuhören. Und so sitze ich nun hier, neben mir Sascha, um uns herum 10 weitere Coaches, bereit zu lernen und hoffentlich mit mir gemeinsam Chaos-Problem zu lösen. Das Coaching beginnt. Ich beginne zu erzählen von dieser tragischen Situation in der Küche. Ich erzähle davon, wie wichtig es für mich ist, dass Caro mir zuhört. Und ich erzähle von all den Dingen, von denen ich gerne erzähle. Also, es wird ein langes Gespräch. Und was soll ich sagen? Es fühlt sich richtig gut an, wenn einem jemand zuhört. Und in dem Moment denke ich mir, hey, es wäre so toll, wenn Caro hier wäre. Dann könnte sie lernen, wie es geht. Und bei all dieser Zuhörerei rede ich mich Schritt für Schritt förmlich in einen Rausch. Und Sascha pusht mich immer weiter. Mit Fragen wie, Tino, wie fühlt sich das an? Tino, wie fühlt sich dies an? All diese Coaching-Dinge. Aber hey, bei mir funktioniert's. Ich rede und rede und rede und da passiert's. Mir rutscht da was raus, was so nicht geplant war. Ich sage, ich höre nicht zu. Und alle haben es gehört. Und es wird noch schlimmer. Tino, wie fühlt sich das an? Meine Gedanken rasen. Mein Herz pocht wie wild, meine Hände klitschnass, nur am Schwitzen. Was sage ich? Mein ganzer Körper schwitzt. Egal wie sehr ich es versuche, über meine Lippen kommt kein Wort. Meine Stimme bleibt stumm. Meine Augen hingegen fangen an zu schreien. Wisst ihr, unter uns, ich kenne meine Frau nun schon über 20 Jahre. Und wenn ich so drüber nachdenke, sie ist es, die immer zuhört. Ich? Ja, weniger. Ich habe es wohl verdient, hier zu sitzen und mir die Frage zu stellen, wie viele neue Perspektiven von ihr habe ich nie gesehen? Wie viele bewegende Geschichten nie gehört? Wie viele aufregende Abenteuer haben wir nie begonnen? Weil ich nicht zuhöre. Es ist so einer dieser Momente im Leben, wo es dir plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt, wo dir gewünscht ist, du könntest die Zeit zurückdrehen, kannst du aber nicht. Und dir wird klar, du lagst die ganze Zeit falsch. Es ist ein bisschen so, wie wenn du dein Leben lang durch die Welt läufst, in diesem Glauben, hey, als ich 20 Jahre alt war, da war ich verdammt cool. 23 Jahre später kommen deine Kinder eines Abends um die Ecke mit einem Foto von dir, du als 20-Jähriger, und fragen dich, Papa, wer ist dieser komische Typ? Und deine erste Reaktion ist, kenne ich nicht, nie gesehen.
Mehr Klarheit geht nicht. Das Coaching kommt zu einem Ende. Und keine 20 Minuten später mache ich mich auf den Nachhauseweg. Mit einem Versprechen in meiner Tasche, ich mach's wieder gut. Zu Hause angekommen, gehe ich natürlich direkt zu Caro und ich sage, Caro, du hattest recht. Was im Übrigen ein super Einstieg ist, wenn du was wieder gut zu machen hast. Du hast gar kein Problem. Hier, ich bin's. Was sagt sie? Ich weiß, Tino. Habe ich dir doch gesagt. Hast ja nicht zugehört. Recht hat sie. Liebe Toastmasters, liebe Gäste, liebe Contest Chair, jeder Mensch, dem wir im Leben begegnen, ist ein aufregendes Abenteuer. Voller neuer Perspektiven, voller bewegender Geschichten. Und zuhören ist unser Ticket für diese Reise. Aber mal Hand aufs Herz. Haben wir nicht alle etwas wieder gut zu machen hier und da? Ich glaube, da geht noch mehr. Ich wiederhole die Frage einfach nochmal. Haben wir nicht alle etwas wieder gut zu machen hier und da? Und genau das macht diesen Moment hier zu dem perfekten Moment, euch alle einzuladen, mir einmal nachzusprechen. Tino, du hast recht. Ich weiß. Habe ich doch gesagt. Also lasst uns dieses Ticket einlösen. Bei jedem Menschen aufs Neue, beginnend heute hier auf dieser Konferenz. Für mehr neue Perspektiven. Für mehr bewegende Geschichten. Und vor allem für ein Leben voller aufregender Abenteuer.